Hallo und herzlich willkommen zu Orcs Must Die 2 im Advent. Ein Tag noch Orcs Must Die 1. Ich bin mit meinem einzigen, würde ich jetzt nicht sagen, aber meinem Hauptcharakter von Orcs Must Die 2, nämlich die Duschlampe. Einfach weil der andere Spieler Badewanne hieß. Also ich habe mit Badewanne und Duschlampe schon zusammen gespielt. Habe ich noch Hamfred, das ist der nächste mit 3000, aber ich finde 23.000 müssen wir ein bisschen höher machen. Und wir fangen einfach mal von vorne an. Ich habe noch zwei Schädel zur Verfügung, was ich auch erwähnt habe. Man kann hier die Sachen wesentlich besser upgraden. Deswegen ich das auch mal spontan zeige. Zum Beispiel hier haben wir das Trading. Kann man hier leider gerade nicht upgraden. Später machen. Auf jeden Fall habe ich mit der einfach angefangen, weil der Kollege. Ich habe mit Badewanne und Tespi zusammen gespielt. Badewanne und Duschlampe. Ich fand meins schlimmer. So sollte es also enden. Hast du das? War ich was? Spürst du nicht, wie die Macht zurückkehrt? Hast du den Spalt erschaffen? Nee, ich bin eher der destruktive Typ. Hey! Bist du nicht diese Irre, die mich umbringen wollte? Dafür ist jetzt keine Zeit. Die Orks sind mir auf den Fersen. Orks? Schick! Jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Dingsbums. Also, zum einen haben wir wesentlich mehr Items, was unglaublich praktisch ist. So, das waren die, glaube ich. Dann brauche ich das, das und das. Die Verdrescher, das ist für die Dusche. Für die Waschstraße. Nehme ich hier noch den Bogenschützen mit. Und habe ich noch irgendwas etwas immer dabei gehabt? Bei den Perikanen brauche ich die zwei noch. Ja. Gut, das ist das erste Level vom zweiten Teil. Und da mein Kollege damals, mit dem ich gespielt habe, den Kriegsmagier hatte, habe ich die andere Dame genommen. Einfach weil Baum. Sonst auch der Vampirhandschuh. So, bauen wir mal unsere Waschstraße. Ich hab's lieber, wenn sie sich gegenüber liegen. Symmetriefetisch wahrscheinlich. So. Dann machen wir da oben noch so ein Ding drüber. Ist zum Trocknen. Passt du? Ja. Gut, dann haben wir hiermit offiziell unsere Waschstraße. Okay, es funktionierte das und das war, glaube ich, das da ja. Oh Gott, dann komme ich damit klar. Dann komme ich mit diesem Teil klar. Mehr, mehr. Hui! Ich glaube, der Flammenhandschuh war mal eine neueste Errungenschaft. Weil ich den schon länger mal ausprobieren wollte. Weil Feuer und so. Das scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. Genau dort, glaube ich. Waschstraße ausbauen. Ich wäre soweit. Natürlich habe ich ja noch mein Verwandlungsding. Kann ich auch mal zeigen. Das war auch so eine Taktik von mir. Und haben wir dann spätere Herausforderungslevel gemacht. Wir haben quasi beide Fallen gebaut und ich bin dann meistens mit dem Golem da nach vorne. Meistens sogar Frost, einfach weil es die Gegner einfrieren kann. Jetzt seht ihr, warum das eine Waschstraße ist. Ja, das nennt man kreativ. Wenn ich noch das hier, das stellt Mana wieder her, wenn ich es ausgerüstet habe. Wenn ich es drücke, kriege ich noch mehr Mana. Das war zum Heilen. Also ich war quasi fürs Heilen größtenteils zuständig. Also fürs Heilen und zum Mana herstellen. Und für solche Fallenkonstruktionen eben. Das hat Spaß gemacht. Das passt ausgezeichnet. Also vor allem für die Dusche war ich verantwortlich. Unermüdliche kleine Racker. Die Dusche war so mein Metier. Weil ich glaube, die Säurewände hat nur die Magierin. In Teil 2. In Teil 1 gibt sie, glaube ich, sogar gar nicht.
Und ja. Deswegen. Die perfekte Kombination. Ich glaube, den Verdrescher haben beide. Das Symbol daran heißt ja natürlich, dass ich schon upgegradet habe. Verdrescher gibt es sogar auf Maximum. Ja. Was in diesem Teil auch ein bisschen anders ist, man kann Upgrades wieder zurückgeben. Das heißt, es ist nicht endgültig. Also man kann immer ein bisschen rumexperimentieren, was man so haben möchte. Deswegen habe ich auch den die Feuerarmschienen dabei. Weil ich vorher die ganze Zeit den Klingenstab hatte. Och, ich entfessel die gleich wieder. Ich brauche doch gar nicht so lange. Einmal geschnetzeltes vom Ort, bitte. Ich glaube, mein Verdrescher war sogar so abgecreated, dass er weiter zurückstößt. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig. Ich muss nachgucken. Mache ich nach der Mission am besten sogar. Darf ich bitten? Das ist auch eine schöne Item-Kombination. Das hier. Ich habe immer mit ein bisschen Items rumgespielt. Eine Vampirenschuhe, die ich glaube ich. Ja, dann habe ich auch upgegradet. Ich glaube, damit ich mehr Leben wieder bekomme. Ich bin die Beste. Weder mehr Mana oder mehr Leben? Eins von beiden kann man noch finden. Wenn ich so weitermache, gehen ihm bald die Orks aus. Müsste ich jetzt nachschauen, was das war. Ich habe relativ wenig Leben, fällt mir auf. Was auch genau die Kombination, nach der ich gesucht habe. Problem ist, ich muss den Vampiren schon wahrscheinlich gar nicht mehr mitnehmen. Weil ich keine Waffe mehr habe, wenn ich keinen Mana mehr habe. Sonst müsste eigentlich anfangen zu tanzen. Das hat immer beide Tänze gesehen. Da ich hier schon alle 5 Schädel habe, bekommen wir keine Schädel mehr wieder, aber bekommen 2 Bonus-Schädel, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt im Zauberbuch können wir zum Beispiel sagen, Schädel zurückerstatten, aber das mache ich nicht. Ich glaube, hier kommt man die Fallen upgraden. Gucken wir mal nach. Ja. Ja, man konnte 3-mal so upgraden. Und jetzt haben wir es hier. 2 Unikate, ich habe mir schon beide gekauft, also ich kann es immer wieder hin und her rüsten. Betroffene Gegner leiden zusätzlichen Schaden oder betroffene Gegner werden kurz verlangsamt. Meistens, wenn man zu zweit spielt, reicht das untere, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich das hier nicht, sondern wenn ich alleine spiele, wechsle ich wieder über. Sprungfederfall ist übrigens auch sehr lustig. Der Verdrescher, wie war der abgegradet? Ja, betäubt manchmal größere Einheiten, die nicht weggeschaltet werden können. Das hatte ich. Das Eisamulett hätte ich noch, die Flammen am Schien. Den Klingenstab habe ich gar nicht mehr. Das ist schade. Das würde ich mir gerne kaufen. Ganz ehrlich. Machen wir es gerade so. Ich zeige euch mal das Upgrade-System. Ich habe insgesamt 279 Schädel. So, Fallen. Da sind ein paar auch neu, die habe ich noch nie gesehen. So. Stachelfalle dreimal Upgrade. Und das hier. Autoballiste hatte ich auch noch nicht. Manabrunnen will ich nicht. Paladinwächter hatte ich, glaube ich, auch ab und zu mal. Ist interessant, da gibt es einiges, was ich noch nie gesehen habe. Der Steinstab, der Zwergenraketenwerfer, der Teleportationsring. Den schon cool. Dann probiere ich das Knochenamulett. Reichweite des Primärangriffs. Höherer Schaden. Da müsste ich wissen, wie hoch das die Reichweite oder der Schaden ist. Ich nehme mal die Reichweite. Und die Ambus kann ich mir auch kaufen, dann benutze ich nie. Und dann machen wir mal noch Blitze, weil Blitze cool sind. So,
Das Heilungsschmuckstück craten wir ab. Berserker-Schmuckstück. Fallen wir jetzt schneller zurück. Mana-Zorn hatte ich meistens. Ja, gut. Mach ich so. Hier kann man es nicht zurückerstatten. Also man kann es schon, aber hat man das Kostüm nicht mehr. Das finde ich nicht so prickelnd. Fallen! Ich habe jetzt bisher nur meine. Die Säurewände sind wichtig. Verlangsamen ist immer ganz wichtig, finde ich. So, meine drei Hauptfallen habe ich abgegradet. Die Barrikaden waren noch praktisch. Das ist gut. Ich glaube, die Bogenschützen hatte ich noch. Wobei ich selbst Fernkämpfer bin, deswegen nehme ich wahrscheinlich den Paladin-Wächter mit dazu. So, jetzt können wir auch schon wieder zurückgehen und die nächste Kampagne spielen. Der Tunnel. Der ist zwar übrigens auch sauböse. Nimmt einen linken Weg, einen rechten Weg. Alleine nimmt man meistens die Mitte, habe ich so das Gefühl. Lass mich hier die Leertaste drücken. Guck mal, da hat sich noch ein Spalt geöffnet. Ich dachte, ich hätte alle geschlossen. Wo sind wir? Was sind das für Tunnel? Wir sind in den Minen der Zwerge. Du machst jetzt den Bergbau? Mein Talent zum Orkschlachten und Zaubern ist leider im Moment nicht sonderlich gefragt. Außerdem waren die Leute nicht sehr dankbar dafür, dass ich ihnen den magischen Saft abgedreht habe. Die Kraft des Saftes. Wieso habe ich so viele Plätze frei? Ich bin es eigentlich gewohnt, dass man nicht so viele hat. Jetzt habe ich nämlich ein Problem mit den Items, ich meine. Ja, nein, ich nehme die Barrikaden noch mit. Setz die Barrikaden darüber, mach den Paladin-Wächter dahin. Vielleicht kann den Zauberstab noch mitnehmen, so ist es nicht. Mana-Zorn. Dann kommt der Wächter da hinten hin, und das kommt da hin, das kommt da rüber. Es muss eine Reihenfolge haben. So. Schön geordnet. Das ist cool. Das ist übrigens quasi die Armbrust der Magierin. Du kannst sie nicht zielen, sondern nur Gegner verzaubern. Was auch ganz cool ist. So, die Dusche funktioniert leider nicht. Aber ich habe auch unpraktischerweise leider keine Items dabei, die sie... Oder keine Fallen, die meiner Meinung nach die Dusche ersetzen. Und diese Stelle hier ist am bösesten. Da kommen zwei Spritzstrahlen zusammen. Hier nur einer, da auch nur einer, aber in der Mitte kommen beide. Und so beginnt es. Kämpfe! Ich glaube, sie konnte auch ziehen, ich weiß noch nicht mehr wie. Dann müssen wir das upgraden. Sieht irgendwie aus wie ein Äffchen. Ich weiß aber nicht warum. Ich glaube, die Blitze haben einen recht hohen Angriffswert. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. Ja, aktuell geht's, würde ich behaupten. Zack. Kettenblitzschlag. Gut, das kann man anschießen. Und dann dreht sich's, dann fahrt die Lore andersrum. Ich weiß schon wieder, ob ich den Zauberstab nehmen wollte. Indirekt. Wenn ich eine Waffe habe, die keinen Mana kostet. Kann doch nicht alles gewesen
gewesen sein. Ich glaube, da war dann doch der Schaden besser am Ende. Ich bin bereit. Na, gefällt mir zwar nicht, aber was soll's. Kommt davon, wenn man zwischen den Phasen anfängt abzupraden. Was man auch machen kann, ist eine Seite selbstverteidigen, eine Seite komplett mit Fallen auslegen. Das ist auch eine recht effektive Methode. Ich habe noch nicht genug Mana, um es zu machen. Der Zauberstab von dem Let's Geek nämlich verzaubern. Das ist praktisch. Sie sind tot. Am besten mache ich es so. Ich verteidige eine Seite recht komplett alleine. Und die andere Seite wird bitte hier fallen entlang, Kinderchen. Ich glaube, hier funktioniert auch meine Waschstraße wieder. Ja, dann mache ich hier saubere Orks. So. Immer bei den Deckendinger. Ist auch schade, man kann mit dem Ausreiten zwischen den ersten 5 wechseln. Ich hätte gerne die Nummer. Ich mach mal vorsichtshalber 9. Und setz hier 3 Barrikaden hin für den Notfall. Ich hoffe, ihr steht auf Schmerzen. Oh, ja. So schlecht ist das Knochenamulett gerade nicht. Jetzt kann man das halt auch mit E wechseln, wenn man Argument dran steht, aber kurz drauf schießen ist meistens effektiver. Pass auf! Wird das Elementar zerstört, lässt es 2 kleinere Elementare zurück. Das ist das Böse an Elementar. Herrlich, viel Tod. Und ich glaube, sie interessiert mein Blitzschlagzepter nicht. Mein Blitzschlagzeug. Sie waren auf der Brücke. Aktuell das Problem, ich habe schon wieder keinen Mana. Hey, ich habe auch kein Mana-Zorn-Ding. Ich meine, ich habe keine Hektik zu machen. Herz allerliebst. Fangen wir mit dem Unterricht an. So. Mal ein bisschen Mana und warten, bis ein paar zusammen sind und Blitz schlagen die zu Tode. Das dürfte Mana-Zorn eigentlich meinen Mana richtig regenerieren. Ja, ignoriere das Ding da nicht, ne? Also. Ist wichtig. Wenn ich so weitermache, gehen ihm bald die Orks aus. Dum, 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 dum. Wenn ich jetzt im Grunde machen würde, wäre das Knochenzepter raus und für den Klingstab zum Beispiel wieder rein. Einfach, weil der sich ein bisschen angenehmer anfühlt. Tanzzeit! Dum, 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 dum. Und natürlich kriege ich wieder nur Bonusschädel. 4 Stück sogar. War schon mal schlechter. Schlucht durch Verderbens. Jetzt kommen sie wieder von 2 Seiten. Und die Brücke ist auch noch als Verteidigung, da wahrscheinlich was sollte das Ganze eigentlich passiert. So.
Die Magier des Ordens waren schwach und alt, unwillig zu herrschen, wie sie es sollten. Die Orks waren ein Werkzeug, um gegen die Korruption und den Schmutz anzugehen. Klassischer Machtrausch, wie? Verstehe. Die Lorena haut uns die Orks platt. Oh, ich hätte meine Taktik umändern sollen. Wegen der Lore da. Ich habe wieder gewonnen. Irgendwie das eine Stage kann man mit der Lore super deffen. Die Lore, die da lang fährt, macht den ja Schaden. So. Und wenn man es richtig macht, kann man mit der Lore eine komplette Seite verteidigen. Zum Beispiel hier auch. Das sage ich euch in der nächsten Runde, wie ich es meine. Ich will mehr. Und am besten jetzt schon. Das reicht, dürfte ich ja schon hinbekommen. Ich zeige Ihnen den Weg. So, jetzt müssen sie hier lang. Ist soweit. Und es heißt, die Lore fährt ja auch hier lang, also kriegen sie Schaden. Und zwar immer ziemlich sicher. Das ist jetzt das Schöne an diesem Plan. Wenn ich den Weg jetzt ein bisschen genauer ausbauen würde, würde die Lore eine komplette Seite alleine verteidigen. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. So. Ich liebe meine Spielzeuge. Und so beginnt es. Jetzt wird die Seite eigentlich mit der Lore ziemlich safe sein. Tun die leider nur auf ziemlich. Weil hier noch ein paar Barrikaden fehlen. Aber man kann sie recht gut alleine lassen. Am Anfang. Ist auch mal ein Anfang, dass man eine Seite fast komplett unbeaufsichtigt lassen kann, weil die Lore schon regt. Jetzt da noch eine Spuckwand nebendran und ich wäre schon gut dabei. Ich würde den Platz von Schwung. Ja, weil ich mache jetzt was anderes. Ja, ich hätte gerne noch ein paar Fallen. So. Diese Seite müsste eigentlich jetzt komplett von dem hier gedefft werden. Weil ich dazu sagen muss, dass das nicht mal so nötig ist. Oder, ich lasse das mal vorsichtig. Ist vorsichtig, ist sicher. So, da kommt hier noch so ein Ding hin, hier noch so ein Ding hin. Und... Die Orks täten mir wirklich leid, wenn ich Gefühle hätte. Lass sie nur kommen. Wenn sie Gefühle hätte. So, jetzt kann ich mich eigentlich im Grunde noch weiter lang zurücklehnen und zugucken. Aber damit es ein bisschen fixer geht, hau ich mit. Wie wunderbar. Doch hast du recht. Liebe Skype. Kommt davon, wenn man den Po nicht ausmacht. Übrigens, ne? Diese Seite hier. Habt ihr nicht gelernt, dass man nicht auf den Gleisen spielt? Ich muss fast nichts machen. Es werden nass gespritzt und dann boom, kommt die Lore für den Finishing Move. Ach, das ist so angenehm. Das kostet. Es kostet nicht Zeit, wenn ich es die Lore machen lasse, aber. Also manchmal. Ich bin brillant und wunderschön. Und nicht eingebildet. Es ist soweit. Na Jungs, habt ihr mich vermisst? Jetzt gleich kommen wir uns auf beiden Seiten machen, also können die Lore auch in die andere Richtung schicken. Wäre glaube ich sogar noch ein bisschen praktischer, da der Weg da drüben länger ist. Das heißt, du müsstest mehr auf den Schienen laufen oder du müsstest länger auf den Schienen laufen. Man sollte sich nie vor einen fahrenden Zug werfen. Test, meine Lore wird ein bisschen länger. Mehr. Im Schadensreichweite. Mehr. Sie sind auf der Brücke!
du nicht gelernt, dass man nicht im Gewitter spielt? Das ist jetzt so ein Fallbeispiel. Das überlebt. Das ist also das vorbeigekommen. Passiert recht selten. Tanzzeit! Drei Bonusschädel. Gibt's wieder was Schönes zum Upgraden? Neu? Ich glaube nicht. Na egal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Advent, das war Orksmastai 2. Direkt nach Teil 1. Total praktisch bis dahin. Thank you.